Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Impfkommission erwartet mehrere Corona-Impfstoffe in Deutschland. Die Vize-Vorsitzende Wicker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, wegen der großen Zahl möglicher Hersteller sei das wahrscheinlich. Einzelne Impfstoffe seien möglicherweise für bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders geeignet, etwa für ältere Menschen. Bundeskabinett will Kurzarbeitergeld verlängern. Geplant ist, dass Beschäftigte künftig bis zu 24 Monate statt wie bislang 12 Monate Lohnersatz bekommen können. Bundesarbeitsminister Heil verteidigte das Vorhaben im ARD Morgenmagazin als notwendige Brücke, auch wenn nicht jeder Arbeitsplatz gerettet werden könne. Stand der deutschen Einheit. Die Bundesregierung legt heute ihren Jahresbericht vor. Darin zieht sie eine gemischte Bilanz. DGB-Chef Hoffmann beklagt in der Neuen Osnabrücker Zeitung, Menschen in Ostdeutschland hätten nach wie vor deutlich längere Arbeitszeiten, aber geringere Löhne. Neuer Premierminister in Japan. Das Unterhaus in Tokio wählte Suga zum Nachfolger von Abe, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Suga war bislang Kabinettssekretär und Regierungssprecher. Der 71-Jährige kündigte an, die Politik Abes fortführen zu wollen. Hurricane Sally vor US-Golfküste. Die Wetterbehörden warnen vor Überschwemmungen historischen Ausmaßes in der Region. Der Wirbelsturm bewegt sich derzeit mit Geschwindigkeiten von rund 140 Kilometern in der Stunde auf die Küste zu. Nach Angaben des Nationalen Hurricane-Zentrums seien vielerorts lebensbedrohliche Sturzfluten zu erwarten. Das Wetter meist freundlich, gebietsweise aber auch dichtere Wolken, vor allem über den Mittelgebirgen und an den Alpen, einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte von 20 bis 33 Grad.